Scheiß auf ihn. Wer ist Rodriguez? Das ist eine gute Frage. Er war mal ein guter Dieb, aber dann haben sie ihn draußen beim Plündern erwischt. Ich weiß nicht, was sie mit ihm gemacht haben, aber ich erkenne ihn nicht wieder. Jetzt bewacht er im Namen des Ordens das Schlachthaus am Hafen. Brauchst du Hilfe? Rodriguez hat es auf mich abgesehen. Der Kerl will mir ans Leder. Wenn du mir helfen willst, finde heraus, was er vorhat und erzähl's mir. Hallo, Fremder. Ich bin Casey. Hallo, Casey. Wie bist du denn in die Stadt gekommen? Die Tore sind doch längst verschlossen. Ich habe einen Weg gesucht und gefunden. Natürlich. Jemand wie du lässt sich nicht von ein paar Gitterstäben aufhalten. Genau. Was machst du hier? Ich bin die Freundin von Sid. Er ist einer der Banditen des Don. Ach was. Er ist schlau und stark und er weiß, was eine Stadtfrau verlangt. Du meinst? Genau. Er macht mir Geschenke. Erst letztens hat er mir einen schönen Ring geschenkt. Erzähl mir von dir. Was soll ich da schon erzählen? Sid ist mein Freund, ich mag ihn. Naja, ich mach für ihn sauber und koche und so. Aber er redet kaum mit mir. Ich meine, er ist ein guter Liebhaber. Erzähl weiter. Wir Stadtmädchen müssen uns von den Bauern abheben. Hast du die einfachen Kleider gesehen, die die anhaben? Kein Stil und so. Was will man von Frauen erwarten, die den ganzen Tag im Dreck wühlen? Tja, du hast das nicht leicht. Schön, mal mit jemandem zu reden, der sich für die Probleme anderer interessiert. Die meisten Männer denken doch nur an Fleisch und Schwerter und solche Sachen. Aber sobald es um die wahren Probleme einer Frau geht, verschwinden sie. War schön, mit dir zu reden. Es gibt gerade nichts Neues. Was guckst du so? Hier gibt es nichts Interessantes für dich. Ja, halte deine Finger bei dir. Ja, genau. Was? Ich weiß. Es gibt gerade nichts Neues. Okay. So, Leute. Ist was? Ahoi! Was machst du hier? Gute Frage. Eigentlich gar nichts. Im Hafen gibt es gerade nichts zu tun und den Job bei Patty habe ich auch an den Nagel gehängt. Du arbeitest für Patty? Ich habe für Patty gearbeitet, Bier rumgetragen. Aber die wenigen, die noch trinken, kommen eh in die Kneipe. War also kein Bedarf mehr. Zum Glück musste ich meine Koje bei ihr noch nicht räumen. Jetzt helfe ich ab und zu im Hafen aus. Erzähl mir was über den Hafen. Da ist nicht viel los, komm. Ab. Hast du einen Stängel Kraut für mich? Sehe ich so aus, als würde ich das Zeug verteilen? Geh zu jemand anderem. Hat meine Alte dich geschickt? Ja, genau. Deine Frau hat mich geschickt. Dann sage ich, komm zurück, sobald ich Gold aufgetrieben habe. Was machst du hier? Was denkst du über die Inquisition? Schweinehunde allesamt. Sperren uns hier ein und behaupten, sie wollen uns helfen. Da spuck ich drauf.
Hi. Was guckst du denn so? Hast du noch nie einen arbeitslosen Fischer gesehen? Was? Hey, lass mich einfach in Ruhe trinken. Wenn du reden willst, spendier mir einen Rum. Hast du meinen Rum? Hier hast du einen Rum. Prost. Der Suff ist das Einzige, was ich noch habe. Du bist Fischer. Ei, bin ich, aber ich habe mein Boot draußen im Sturm verloren. Seitdem habe ich nichts mehr. Ich kann froh sein, dass Patty mich noch anschreiben lässt. Ich suche einen Käufer für einen Fischladen. Und? Was habe ich damit zu tun? Wäre das nichts für dich? Du bist schließlich Fischer. Ich? Fische verkaufen? Warum sollte ich das tun? Ein Fischladen wäre genau das Richtige für einen Fischer. Das will ich meinen. Und du hast gerade keine Arbeit. Da ist was dran. Wie viel soll der Stand denn kosten? Für 300 Goldstücke gehört der Stand dir. Es ist bitter, aber ich habe wohl keine andere Wahl. Was meinst du? Ich habe nicht genug Gold und brauche deine Hilfe. Was soll ich für dich tun? Pass auf, ich habe da etwas, das ist viel mehr wert als die paar Goldmünzen. Wo ist dann das Problem? Okay, was hat der denn jetzt? Was ist das für ein Artefakt? Ein Ring. Ich glaube, er ist ein bisschen magisch. Was ist? Willst du ihn? Was hat der für eine Störung? Hey, Fremder. Du siehst aus, als könntest du einen ordentlichen Schluck vertragen. Hier hast du ein Bier. Trink erst mal ein. Das Zeug ist das Beste der ganzen Stadt. Danke. Das ist gut. Gib mir noch ein Bier. Ich wusste, es würde dir schmecken. Aber ab jetzt bezahlst du dafür, okay? Du bist sehr jung für eine Kneipenwirtin. Eigentlich wäre ich gar nicht mehr hier, wenn die Weißen die Stadt nicht abgeriegelt hätten. Weil ich nicht in der Gosse leben wollte, habe ich diese Kneipe hier übernommen. Wenn ich könnte, wäre ich schon lange weg. Das kannst du mir glauben. Was genau willst du draußen von... Was denn? Sie... Du machst mich neugierig. Wonach genau suchst du? Ich werde dir helfen, deinen Vater Gregorius zu finden. Da hast du dir was vorgenommen, du Held. Aber bitte, wenn du unbedingt willst. Ich weiß nicht, ob du Kapitän Romanov kennst. Ich hörte, er sei mit seinem Kahn hierher gekommen und soll sich irgendwo hier in der Stadt aufhalten. Romanov ist auch Seemann. Er hatte oft mit meinem Vater zu tun. Also, wenn jemand wissen könnte, wo mein Vater sich aufhält, dann ist es Kapitän Romanov oder jemand seiner Mannschaft. Du willst also aus der Stadt? Und wie soll das gehen? Das weiß ich noch nicht. Ich habe nur gehört, dass es einen anderen Weg aus der Stadt geben soll als die beiden Haupttore. Aber wer weiß schon, ob das stimmt. Geredet wird viel in dieser Stadt. Ich werde dir helfen, die Stadt zu verlassen. Das ist dir rührend, kleiner Held. Das haben schon ganz andere gesagt. Aber das waren nur Pfeifen. Es war keiner dabei, der wirklich was auf dem Kasten hatte. Also, wenn du wirklich einen Weg aus dieser Stadt heraus weißt, dann raus mit der Sprache. Ansonsten mach hier keine Sprüche, klar? Was wird denn so geredet über ein Geheim? Versteh. Kennst du jemanden dieser Artefaktschmuggler? Ich vermute, dass die Banditen vom Don dahinter stecken. Im Grunde versucht doch jeder, der ein Artefakt findet, es gewinnbringend zu verkaufen. Wer hat da schon den Durchblick? Aber du kennst doch bestimmt jemanden, der mit Artefakten handelt, oder? Frag doch mal den Kerl da drüben. Sein Name ist Düter. Der versucht schon seit Tagen, seine heiße Ware zu verkaufen. Bisher allerdings ohne Erfolg. Zeig mir deine Ware. Thank you.
Interesse an einem wertvollen Artefakt? Wer bist du? Ich bin Schatzsucher. Heiße Düter. Du bist einer der Drillingsbrüder, richtig? Du kennst meine Brüder? Kennen ist zu viel gesagt. Zumindest bin ich schon mal einem von euch begegnet. Das ist zu riskant. Woher stammt dein Artefakt? Aus den Tempelruinen. Ist sehr wertvoll. Dein Bruder Olf wird von den Weißen gefangen gehalten. Olf ist stark. Er wird sich wieder befreien. Ihr seid ja eine tolle Familie. Was für ein Artefakt hast du anzubieten? Eine Goldschale. Sehr wertvoll. 150 Goldmünzen will ich dafür haben. Okay, ich denk drüber nach. Wenn das wirklich stimmt, sind wir alle verloren. Immer wieder das Gleiche mit dem Kerl. Na klar, und den Jürgen. Wir haben ihn einfach in die Festung geworfen. Das war dein Plan. Warum schleichst du? Weil ich kann. Was willst du hier? Ach, da ist der. Da. Wenn du deine Kuh suchst, bist du ja falsch. Hier gibt es nur tote Kühe. Und die sind Eigentum des Ordens. Ich suche keine Kuh. Dem Gürger sei Dank. Das Letzte, was ich heute noch gebrauchen kann, ist ein zeternder Bauer. Wieso? Die kommen hier rein und behaupten, ich hätte ihre Kuh gestohlen. Dabei geschieht ja alles nur auf Anordnung des Ordens. 2 Stunden Gelaber für nichts. Frag mal Mo, der kann ein Lied davon singen. Oh Mann, was ist das für einer? Wer ist Mo? Mein Geld. Du fett. Ich suche Baxter. Der ist im Haus nebenan. Dort ist das Büro. Kann ich hier Fleisch kaufen? Wir sind ein Schlachthaus. Natürlich kannst du hier Fleisch kaufen, wenn du zahlen kannst. Ich habe Fleisch am Stück und Wurst. Das ist zu riskant. Lass uns handeln. Steaks und Zwiebeln, ein Kochbuch. Das schreibe ich mir mal ab. Hi, ich bin der Mo. Was machst du hier? Ich arbeite für Dagel. Ich liefere das Fleisch aus. Und sonst? Ich beseitige auch die Schlachtabfälle, halte die Fleischerei sauber, koche das Fett ein und hol die Kühe. Ich habe einen ziemlich langen Tag, also wenn du nichts Bestimmtes willst, lass mich arbeiten. Dagel hat von Bauern erzählt, die hierher kommen. Ja, manchmal. Machen meistens ein Riesentheater. Aber was sollen wir machen? Wir müssen die Kühe schlachten. Ich versuche, mich da immer rauszuhalten. Ich habe genug zu tun. Habt ihr noch ein paar Felle? Ja, ein paar alte Felle habe ich noch. Hier, du kannst sie haben. Sag mal, du brauchst die doch nicht für Baxter, oder? Naja, eigentlich schon. Na, das gefällt mir. Die Felle gehörten eh schon Baxter. Aber das muss er ja nicht erfahren. Hau schon ab.